Jetzt muss man trotzdem die Frage stellen, brauchen wir wirklich so viel Strom? Aus welchen Quellen brauchen wir in Zukunft den Strom? Und da ist der Verbund als Wasserkraftproduzent und 90% des Stroms, den wir erzeugen, der kommt aus Wasserkraft. Ja, und das ist schon, damit ist Österreich eigentlich mit einer Ressource gesegnet, um die uns viele andere Länder in Europa auch beneiden, weil wir halt ganz einfach die Ressource Wasser haben, die also von der Technologie her die einzig derzeit wirklich voll wettbewerbsfähige erneuerbare Technologie ist, die uns auch zur Verfügung steht. Und ich glaube, es wäre wirklich fahrlässig, wenn man diese Ressource, die was man hier hat, so wie andere Länder Windangebote haben, Sonnenangebote haben, hier nicht nutzen würde. Unter Bedachtnahme auf allen diese Themen, was also Ökologie, was Anrainerthematik betrifft, auch Akzeptanzfragen zu machen. Österreich hat in dem Bereich der elektrischen Energie auch eine wesentliche Rolle im europäischen Konnex, was betrifft gesamte Regelenergie. Spitzenenergie aus Pumpspeicherkraftwerken, wo wir neben anderen Ländern im Alpenbereich oder im bergigen Bereich ja auch ihre Positionen haben. Und damit das einen Beitrag zur Erneuerung des Systems oder zur Umstellung des Systems auf europäischer Ebene auch stellen können. Ein Zukunftsmarkt für Österreich? Also mit Sicherheit, ohne jetzt da reinzugehen, das ist ein Sicherheit. Und wenn man nur in das Energiekonzept der deutschen Bundesregierung reinschaut, das was vor wenigen Monaten rausgekommen ist, dort ist man sich der Situation nur von der Bundesrepublik bewusst, von Deutschland bewusst, dass man sagt, man hat sehr viel volatile neue Energieerzeugung, Windkapazitäten massiv und man braucht diese balancierenden Kapazitäten in Pumpspeicherkraftwerken. Und ich glaube, wir sollten diese Chance für Österreich und für österreichische Industrie auch wahrnehmen. Und die Position im Speicher oder im Ausgleichsenergiemarkt ist von Österreich deutlich größer, als was die Größe der Position Österreichs im gesamten europäischen Konnex ist. Wir werden von lokaler, regionaler und überregionaler, also kontinentaler Ebene immer mehr von den erneuerbaren Energien hören. Bis Ende des Jahrhunderts vielleicht 100%. Österreich hat sich eine sehr interessante Position erarbeitet, kommend von der wirtschaftlichen, bereits besprochenen Perspektive, auch von der Forschungsseite. Wir sind sehr weit fortgeschritten im Bereich der Smart Grids in unserer Forschung, auch im Bereich der Demonstrationsprojekte, wo es wirklich darum geht, sozusagen im lokalen und regionalen Bereich mit den Erneuerbaren umzugehen. Und wir sprechen jetzt eben auch, was kann Österreich für eine Rolle einnehmen, wenn es im kontinentalen Bereich darum geht, den Ausgleich zu machen. Es wird, und ich bin grundsätzlich einmal Optimist, es wird dorthin gehen. Wir werden, je nachdem, wie wir die Zukunft definieren, in welchem Zeitraum das wir sehen, aber wir werden 2050 in einer Situation sein, wo diese 80-20 durchaus realistisch erreichbar sind. Das ist meine Überzeugung im Energiebereich. Wir werden viel smartere Technologien haben, ob das Cities, ob das Grids, sind, ob das Haushalte sind, also da wird es hingehen. Die Energiekonzerne werden sich massiv wandeln. Ich glaube, wir werden viel mehr in die Dienstleistung kommen, wir werden viel mehr Rücksicht nehmen müssen auf die Bedürfnisse der Kunden. Das wird das Thema werden. Wir werden nicht nur den Wettbewerb führen über Preise, sondern wir werden den über Leistung führen, sprich über Dienstleistungen. Ich glaube, für die Investitionsentscheidungen ist es für uns ganz wichtig. Wir haben, der Großteil unserer Investitionsentscheidungen geht heute in Wasserkraftwerke auf der einen Seite und geht in Netze. Also da sehen wir uns auf der sicheren Seite. Das wird ein Thema sein und das wird ein Thema bleiben. Und ich glaube, konkret auf den Verbund zugeschnitten, ich glaube, der Verbund hat das Potenzial und wird auch dort hinkommen. Er wird eines der größten erneuerbaren Energieerzeugungsunternehmen in Europa sein. Wir haben heute halt ein bisschen aus Gunst der Vergangenheit und der Geschichte eine recht gute Position. Wir können mit diesem Bereich nicht nur auf der Wasserseite, wir investieren ja heute auch im Bereich von Wind, aber nicht bei uns, ja. Weniger bei uns, sondern also in anderen Ländern. Und ich glaube, das Szenario wird so sein, wir werden an den windreichen Gebieten in Europa, werden wir die starken Windkraftwerke stehen haben, wir werden in den Sonnenregionen die solarbasierten Technologien haben, wir werden die Speicherkapazitäten in den Bergen haben, der Verbund kann mit anderen hier die grüne Batterie in Europa werden, hier zur Balancierung dieses Systems. Wir werden alles brauchen. Wasserkraftwerke stehen fast unlimitiert. Wir haben noch kein einziges geschlossen. Die ältesten sind nahe bei 100 Jahren. Also das heißt, die haben kein Ablaufdatum. Das wird schon aus anderen Aspekten gesteuert werden, was jetzt die Ökologie, sprich die Umwelt, Klimaerwärmung wird ein wesentliches Thema sein. Eine Einflussgröße, die wirtschaftliche Entwicklung wird ein wesentliches Thema sein. Aber ich glaube, wenn man das positiv sieht, die Haltung der Konsumenten wird ganz wichtig werden. Aber ich glaube, dann steht uns eine Zukunft
vor uns, die nicht negativ zu sehen ist. Und viele dieser Dinge, die wir brauchen, sind schon erfunden. Wir brauchen nicht mehr viel Neues erfinden. Wir brauchen das nur intelligent kombinieren.